So, ich muss bald meine Doktorarbeit verteidigen und als Übung zeige ich euch, was ich so gemacht habe. Heute geht es darum, welche Infos man der Probe entlocken kann, wenn man drauf schießt. Also, wenn man was über die mikroskopische Struktur wissen will, also quasi wie die Atome angeordnet sind, dann kommt man in der Regel nicht um Neutronen und oder Röntgenstrahlen rum. Oder wie die coolen Leute sagen, X-Rays. Ja, X-Rays sind erstmal nichts anderes als elektromagnetische Wellen, das heißt also quasi Licht. Ne? Nur mit ein bisschen mehr Energie als das, was wir mit den Augen sehen können. Und Neutronen sind die Teilchen, die neben Protonen und Elektronen die Bestandteile des Atoms sind. Am Ende kann man X-Rays und Neutronen im Prinzip für ähnliche diagnostische Zwecke einsetzen, aber die liefern dann zum Beispiel unterschiedliche Gewichtungen von einzelnen Elementen und haben auch sonst halt unterschiedliche Vor- und Nachteile. So, und wenn man die jetzt auf die Probe schießt und sich dann anguckt, was hinten bei rauskommt, dann kommt in der Regel sowas bei raus. Das ist ein sogenannter Strukturfaktor und der gibt quasi über ein paar Umwege an, wie häufig es vorkommt, dass die Atome in der Probe einen bestimmten Abstand zueinander haben. Das heißt, damit kann man dann zum Beispiel sehen, ob alles irgendwie random verteilt ist oder ob es doch irgendwie sowas wie eine kurzreichweitige Ordnung gibt. Spoiler, ja, gibt es! Und um sowas zu messen, sind wir dann rübergefahren zum Deutschen Elektronensynchrotron in Hamburg für die X-Rays und zum ILL in Frankreich für die Neutronen. Fun Fact, während ich beim ILL war, war übrigens meine The Voice-Ausstrahlung und das Internet war dermaßen So, und was ist jetzt bei der Doktorarbeit rausgekommen? Das kann ich euch leider noch nicht verraten, weil die Ergebnisse noch nicht veröffentlicht sind, aber ich verspreche euch, sobald ich mit der Verteidigung durch bin, dann rücke ich damit natürlich raus.